who's here? You! Flee while you can, mortal! Willkommen zurück zum Let's Play The Elder Scrolls 4 Oblivion. Wir haben in der letzten Folge den Torwächter beschworen und da würde ich sagen, schauen wir mal, was Shogoroth noch so alles für uns zu tun hat. Ein neuer Torwächter! Ausgezeichnet! An euch ist vielleicht doch etwas dran. Das dürfte Eindringlinge fernhalten. Und wie ich sehe, habt ihr gelernt, Fleischadronacke zu beschwören. Remina mag euch bestimmt, kleiner Herzog, aber vermutlich nicht auf die Weise. Ja, euer Gnaden. Fürst Sheogorath, entschuldigt die Störung, aber ihr müsst uns helfen. Ordnung hat Brellak angegriffen und uns in die Flucht geschlagen. So, so. Was für eine interessante Wendung. Das ist neu. Und ich mag Neues. Selbst wenn es schlecht ist. Ja, und das hier ist schlecht, oder? Meine Güte. Das ist eine besonders spannende Wendung, was? Eine ideale Aufgabe für euch. Als jüngste und einzige Person von Adel im Reich. Wenn Ordnung in die Festung meiner Armee eingedrungen ist, so ist das eine beunruhigende Wendung. Das bedeutet, dass Ordnung es mit List versucht hat. Nicht gerade ihre Stärke. Erstaunlich. Vielleicht laufen die Dinge nicht ganz so schlecht, wie ich mir vorgestellt hatte. Alle Details werdet ihr vom Boten erfahren, wenn ihr sie nicht bereits kennt. Das tut ihr nicht, oder? Warum hat Jiggalak mich selbst angegriffen? Ihr seid ja köstlich. Wisst ihr denn wirklich nicht? Seid ihr etwa so schwer von Begriff? Er ist ich. Ich bin er. Wir sind beide in einer Person. Ich werde deshalb nicht hier sein, wenn er eintrifft, weil ich er sein werde. Es ist immer dasselbe. Der graue Marsch beginnt, Ordnung macht sich breit und ich werde zu Jiggalak und zerstöre mein ganzes Reich. Wann wird das passieren? Bald, allzu bald. Ich spüre schon, wie die Verwandlung beginnt. Ich habe das Gefühl, nicht ganz hier zu sein. Ich bin noch nicht dort, aber auch nicht mehr ganz hier. Und ich erlebe lichte Augenblicke, die für mich ganz und gar untypisch sind. Zum Beispiel jetzt. Können wir es aufhalten? Aufhalten? Oh nein, das geht nicht. Glaubt mir, ich habe es versucht. Das endet nie gut. Aber ihr werdet dennoch den grauen Marsch aufhalten. Ihr werdet Jiggalak mich davon abhalten, mein Reich zu zerstören. Was sollen wir jetzt machen? Jetzt? Nichts hat sich geändert. Ihr befasst euch mit diesem Boten. Sorgt dafür, dass meine Armee in Sicherheit ist. Ihr werdet sie brauchen. Okay. Euer Gnaden, es gibt Schwierigkeiten. Ihr müsst schnell kommen. Wer seid ihr? Ein Bote von Ismir gesandt. Ihr müsst sofort nach Brellak kommen. Wir wurden überfallen. Die Kräfte der Ordnung haben die Herrschaft übernommen. Wir müssen die Festung zurückerobern. Okay. Bitte, euer Gnaden, eilt nach Brellak, ehe es zu spät ist. So, auf nach Brellak.
Bäh. Bäh. Danke, dass ihr gekommen seid. Entschuldigt, dass ihr herbeigerufen wurdet. Dafür bin ich verantwortlich. Wir haben die Herrschaft über Brellag verloren. Tardon hat sie hereingelassen. Wir ahnten nicht, dass er uns verraten würde. Unsere Kommandantin Stada wurde gefangen genommen und irgendwo eingesperrt. Zuallererst müssen wir sie befreien. Wo ist Stada jetzt? Tardon hatte sie beiseite gerufen, wodurch sie von der Gruppe getrennt wurde. So sollten wir versprengt werden, um leichtere Ziele für die Mächte der Ordnung abzugeben. Stada wird irgendwo in Brellag gefangen gehalten. Würde man sie töten, so könnte sie zu uns zurückkehren. Deshalb wird sie als Geisel gehalten. Wenn wir den Wassern des Urquells folgen, finden wir sie bestimmt. Was für Gegner sind dort? Tardon hat sie hereingelassen. Es waren unzählig viele. Uns blieb nur, uns zurückzuziehen und hier neu zu formieren. Wir müssen Stada sobald... Ja. Also, los geht's. Verzeiht mir, wenn ich das so sage, euer Gnaden, aber vom Herzog von Dementia Befehle entgegenzunehmen, finde ich beunruhigend. Ihr seid der einzige verbleibende Herzog. Eine noch nie dagewesene Situation. Normalerweise würde euch nie erlaubt werden, Brellag zu betreten. Angesichts der Notwendigkeit, schnell zu handeln, müssen wir über die Sitten hinwegsehen. Wir werden hinter euch stehen, euer Gnaden. Gut. Oh nein. Da sind sie. Aha, die Fluss sollen wir folgen anscheinend. Hey, greif nicht an! Brellag wird gesäubert. Bitte, auch das Lobor kniet vor den Heiligen. Oh, ich habe vergessen, meine Beinschmieden zu schmieden. Was ist denn mit dem da? Kniet vor dem heiligen Gott. Für Sheogor, Brellag wird gesäubert. Brellag ist unreal. Euer Gnaden, wir werden euch nicht enttäuschen. Kniet vor den Heiligen. So, okay, weiter geht's hier lang. Thank you.
zu den Warngott. Euer Gnaden, der Sieg wird unser sein. Oh. Ihr müsst mich befreien. Die Barriere kann von euch nicht durchbrochen werden. Sie ist zu widerstandsfähig. Läutet die Glocke. Wenn ihr die Glocke läutet, könnte sie dadurch zerschmettert werden. Die Glocke läutet. Ah, hier ist die Glocke. Vielen Dank, dass ihr mich befreit habt, aber wer seid ihr eigentlich? Ich bin der Herzog von Dementia. Euer Gnaden, es tut mir leid, ich wusste nicht. Wo ist Tardon? Habt ihr ihn gesehen? Dieser feige Verräter. Was ist hier passiert? Tardon, diese Schlange. Er tauchte auf und forderte ein Gardekontingent an. Er behauptete, im Palast gäbe es Unruhen und wir würden gebraucht. Mit der schnellen Organisation befasst, begriffen wir erst, dass Tardon selbst die Ordnung hereingelassen hatte, als es zu spät war. Wir wurden versprengt und einzeln niedergemacht. Aber das spielt keine Rolle mehr. Das Einzige, was jetzt zählt, ist der Urquell. Wir müssen sofort dorthin. Was für ein Urquell? Was meint ihr damit? Der Urquell der Aureale. Er ist unsere Verbindung zu diesem Reich. Dort kehren wir von den Wassern Oblivions in diese Welt zurück. Wenn Tardon den Mächten der Ordnung hilft, diese Verbindung zu trennen, wäre das Ende für mein Volk. Wir würden das Reich verlieren. Wir müssen zum Urquell und sie aufhalten. Ich werde euch folgen. Der Urquell ist im Herzen von Prellak. Folgt dem Wasser, um ihn zu erreichen. Euer Gnaden, ich erwarte eure Befehle. Okay. Unsere Heimat soll von Ordnung befreit werden. Nein, der Urquell! Er wurde verstopft. Ihr müsst zum Urquell vordringen und das Wasser wieder zum Fließen bringen. Verstanden. Ah!
Was reizt mal mit deinen Scheitern? Hey! Herz der Ordnung kann man nicht spüren. Das ist interessant. War aber jetzt nichts Erinnernswertes drin, also weiter geht's. Das ist der richtige Weg jetzt. Geh mal so. Feige Sau. So, jetzt reicht's mir, du feiges Arschloch. Hey!
der Urquell. Überzogen mit einem Fall. Ja. Eine Zahl. Der Urquell ist wiederhergestellt. Ihr habt uns gerettet. Wir sind euch auf immer dankbar, euer Gnaden. Gestattet mir, euch diesen Zauber zu lehren, damit ihr unser Volk in Zeiten der Not herbeirufen könnt. Nehmt bitte auch diese Rüstung entgegen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann, um euch für eure Hilfe zu danken. Was ist mit Tadam? Noch fehlt von ihm jede Spur. Wir werden unser Bestes tun, ihn aufzuspüren und an Fürst Sheogorath zur passenden Bestrafung auszuliefern. Der Verräter muss zur Rechenschaft gezogen werden. Was passiert jetzt? Unsere Krieger werden die Hallen von Prellak durchkämmen und die letzten versprengten Feinde beseitigen. Danach widmen wir uns gleich wieder unseren Aufgaben. Wann verabschiede ich mich? In der Tat. Fürst Sheogorath kann es gewiss kaum erwarten, von eurem Sieg zu hören. Sprecht, Schwester. Seid gegrüßt, Herzog von Dementia. Ah, so sieht die Urquelle also aus. Hübsche Brunnen. Ja, eine goldenheiligen Rüstung haben sie da bekommen. Oh, ich bin falsch gelaufen. Jetzt zu spät ist. Gut, darf ich es nur nicht vergessen. Jetzt haben wir nicht 9 Stunden Schlaf. Noch 3 Stunden, die wir irgendwie vertrödeln müssen. Eine Möglichkeit ist,
Bett zu gehen. Und zwar in Dementia Hügel. Ich hoffe, sie haben die Leiche weggebracht. Wäre ein bisschen unangenehm, dort zu schlafen. Es ist mir wie immer eine Ehre, euer Herr. Zuerst das Symbol sieht und dann liest, was drin ist. Aber ohne Matrix dann war es leider nur Schreibkopf. Ist mir wie Zeit! Zeit ist ein künstliches Konstrukt, ein willkürliches System, das sich auf die Vorstellung stützt, Ereignisse würden stets linear erfolgen. Stets vorwärts, nie rückwärts. Stimmt denn das Konzept der Zeit? Ist Zeit relevant? Es ist nicht von Belang. Ich fürchte, unsere Zeit ist so oder so abgelaufen. Wie ich befürchtet hatte, ist mein Plan gescheitert. Der graue Marsch ist da und ich muss gehen. Ich dachte, uns bliebe mehr Zeit. Ich dachte, wir hätten eine Chance. Mein Plan ist gescheitert und wir waren so kurz davor. Was passiert jetzt? Es ist so geschehen, wie es immer geschieht und immer geschehen wird. Ich löse mich auf, schwinde dahin, das Reich stirbt und damit auch ihr. Flieht, Sterblicher, solange ihr noch könnt. Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, werde ich euch nicht mehr kennen und euch ebenso niedermetzeln wie alle anderen. Aber wir haben nicht versagt. Optimismus? Wie reizend. Ich liebe es. Sogar noch am Ende bringt ihr mich zum Lachen. Das war gelogen. Ich fand das überhaupt nicht komisch. Egal. Bald werdet ihr und alle anderen tot sein. Und aus mir wird ein wahnsinniger Gott. Herrsche über ein totes Reich. Schon wieder. Was kann ich tun? Ich hatte vorgehabt, euch meinen Stab, das Symbol meines Amtes, zu geben. Aber das Leben ist daraus entwichen, so wie es aus mir entweicht. Jetzt ist er ein Stück totes Holz, ein nutzloser Zweig. Mit dem Stab gab es Hoffnung. Aber jetzt ist alle Hoffnung dahin. Ich bin dahin. Das Reich. Das Reich ist tot. Sheogorath ist tot. Alle sollen vor Jygalak erzittern! Er ist weg, aber noch besteht Hoffnung. Wir haben hier eine seltene Gelegenheit, aber ich zögere, das zu tun, was getan werden muss. Wenn der Thron des Wahnsinns unbesetzt ist, wenn Jygalak den Palast stürmt, wird er siegen. Aber es gäbe eine Möglichkeit, den Thron nicht unbesetzt zu lassen. Was soll das heißen? Ich werde auf dem Thron sitzen. Es war schon immer Sheogoraths Absicht, dass ihr der neue Wahngott werdet. Aber ich bin kein Daedra-Fürst. Stimmt, aber vielleicht könnt ihr den Thron halten, vorausgesetzt ihr besitzt das Symbol des Amtes, nämlich Sheogoraths Stab. Was muss ich machen? Als Sheogorath dahinschwand, geschah dasselbe mit dem Stab. Der Stab muss jetzt wiederhergestellt werden.
Der Stab ist das Symbol der Macht in diesem Reich. Wer im rechtmäßigen Besitz des Stabes ist, darf den Thron der Shivering Isles besetzen. Doch die Geheimnisse seiner Konstruktion sind verloren gegangen. Verloren? Ihr sagt doch, es gäbe Hoffnung. Was verloren geht, kann wiedergefunden werden. Es gibt ein Wesen auf den Shivering Isles, das euch eventuell bei der Erschaffung eines neuen Stabes helfen kann. Die Ruine im Messerspitzschlund war einst eine große Bibliothek. Dort werdet ihr eine Tür finden. Hinter dieser Tür findet ihr die Antwort, die ihr sucht. Obwohl, ich zögere, euch auf diesen Weg zu schicken. Die Geheimnisse der Vergangenheit werden Jygalak gewiss förderlich sein, aber ich fürchte, uns bleibt keine andere Wahl. Habt Acht vor dem, was ihr dort findet. Die Bibliothek ist ein Ding der Ordnung und sie wird noch immer deren Zwecken dienen. Nehmt diesen Kristall. Er enthält die Kraft, die versiegelte Tür zu öffnen. Drinnen findet ihr dann die Überreste der Bibliothek. Okay. Es war sehr erhellend. Hoppala. So, dann würde ich sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Und ja, bevor, also ich werde jetzt offscreen nach Tigeln gehen und mir die Beinschienen schmieden lassen und dann... Oh. Ach, wisst ihr was, wenn ich eh von hier aus Fuß laufen würde, müsste, können wir auch das mit dem Schmied in der nächsten Folge machen. Heißt, ich werde vor der Haustür des Schmiedes aufhören. Und dann 3 Stunden später wird die nächste Folge beginnen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, wie gesagt, holen wir uns den Stab von Shiokuma. Macht's gut. Tschüss.